Du, bevor wir jetzt hier das ganze Hokuspokus anfangen und uns das Gerät angucken, ne? Kleiner Disclaimer. Der Simrace Shop hat mir das Produkt zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe dafür nichts bezahlt und ich muss dieses Video mit Werbung dementsprechend deklarieren. Ich habe keinerlei Auflagen gekriegt. Dieses Video kriegt Denso nicht zu sehen, beziehungsweise der Simrace Shop, bevor es raus ist. Und ich wurde dafür auch nicht bezahlt. Also, rein ins Video. Bis dann. Moinsen! Heute mal wieder mit einem neuen Video. Ich habe letztens vom guten Denso vom Simrace Shop mal wieder was zugeschickt bekommen und ich war wirklich sehr begeistert, was da drin war, denn ich selber benutze es sehr, sehr gerne und es ist für mich ein Upgrade. Und warum das ein Upgrade ist und was da drin ist, das machen wir jetzt. Ich habe nämlich letztens dieses wunderschöne Paket zugeschickt gekriegt, denn das hier ist von AlphaTech Racing und da drin befindet sich ein GT3 Dashboard. Jetzt räumen wir gleich mal wieder am Anfang den wichtigsten Part aus dem Weg, der Preis. Das hier kostet 399 Euro. Und was erwartet dich jetzt für 399 Euro? Was ziemlich Geiles. Und bis dato, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das sehr überzeugt. Sowohl qualitativ als auch die Bedienung, als auch die Qualität des Bildes, als auch die Qualität der LEDs. Und das gucken wir uns jetzt alles mal ganz genau an. Denn wir gehen jetzt mal an den Schreibtisch und schauen, was in der Box drin ist. So, was haben wir denn jetzt hier alles in dieser wunderschönen Box? Das weißt du schon, ne? Hast Unboxing-Video geguckt. Deswegen können wir das beiseite räumen. Wir machen es kurz und knackig. Wir haben Schrauben drin. Wir haben Abstandshalter drin. Wir haben lange Schrauben, dicke Schrauben, dünne Schrauben, kurze Schrauben, sehr lange Abstandshalter, kurze Abstandshalter. Und dann ist das Ding geritzt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das alles mit dabei ist und ihr euch da nicht wirklich große Sorgen machen müsst, dass ihr das mounten könnt oder nicht. Wir haben auch noch ein USB-C-Kabel drin. Das ist ein 90-Grad-Kabel, spitzenmäßig, fühlt sich wertig an, ist lang genug. Kannst du das Gerät anschließen. Und dann haben wir dieses wunderschöne Gerät noch da drin. Und das ist das Dash selber. Und jetzt siehst du hier schon ganz viele weiße Punkte. Und das sind alles LEDs. Und die kannst du alle in Simpa programmieren, beziehungsweise alles Mögliche individuell darauf einstellen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, boah, nee, wofür? Zeige ich dir gleich, weil du kannst wirklich eine ganze Menge damit machen und das wird sehr, 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 sehr schön und sehr interessant. Der Display hier drin ist ein Touchscreen, sehr groß, sehr üppig und qualitativ super scharf. Unglaublich schön, qualitativ sehr hochwertig, also da kommt ein sehr, 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 sehr schönes Bild raus. Hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir hier oben drauf noch AlphaTech Racing. Die haben sich hier drauf noch verewigt. Das ist eingraviert. Auch sehr schick und schlicht gehalten. Ist jetzt nicht irgendwie vorne in der Front und das fällt jetzt hier oben auch nicht so doll auf. Finde ich schön. Dann haben wir hinten auf der hinteren Seite haben wir hier noch zwei Schienen drin. Da kommt die Halterung rein. Plus die beiden Schrauben, um das Ganze dann zu fixieren. Die Halterung ist an meinem Rig dran. Zeige ich dir gleich nochmal, weil ich die 8000 Kilometer Simocube-Schrauben nicht schon wieder rausschrauben wollte, um das Mount abzunehmen. Deswegen zeige ich dir das gleich am Rig. Macht die ganze Sache nämlich ein bisschen einfacher. Die beiden Schienen sind unglaublich toll, weil du nicht wirklich aufpassen musst, wie es jetzt dran ist und ob es dran ist beim Festschrauben. Und das macht die ganze Sache hier für Kunden doch sehr angenehm. Also an der Stelle ein ganz, 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 ganz großes Lob, dass diese Kleinigkeit da hinten dran ist und das dann ein bisschen angenehmer macht und man nicht so viel fitzeln muss. Weil ich bin manchmal nicht so ein Fitzel-Fan und dann gehe ich an eine Decke und das hat mir dabei geholfen, weil die Schrauben sind jetzt auch nicht unbedingt groß. Dann haben wir einen Off-Schalter hinten dran. Also du kannst das Ding auch an- und ausmachen, falls du jetzt nicht unbedingt ein Kabel ziehen willst. Und das Kabel USB-C, siehst du ja, ist direkt unten drunter. Aber es gibt noch einen zweiten USB-C-Anschluss. Dann kannst du dir nämlich aussuchen, ob du in eine Seite reingehen willst oder ob du hinten reingehen willst. Und das finde ich super fancy und sehr schnieke gelöst. Ich meine, wenn wir es übertreiben wollen, wäre unten dran noch einer gewesen. Für die ganzen Leute, die das gerne unten anschließen. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, an der Seite ranzugehen und hinten ranzugehen. Also qualitativ vom Anfassen her alles aus Metall. Also hier dran ist nichts Plastik, außer das Gerät hier hinten, der Ypsil zum An- und Ausmachen. Der Display, super Qualität. Die LEDs, so hell wie die Sonne. Also beim ersten Mal starten solltest du auf jeden Fall eine Sonnenbrille aufsetzen. Wenn die auf 100% angehen, hast du wirklich das Mittagssonne. Direkt in die Augen rein. Und dann bist du blind. Spaß beiseite. Qualitativ
sehr, sehr hochwertige LEDs da drin. Die sind sehr farbgetreu, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten Verarbeitung spitzenmäßig, wurde mit Liebe zusammengebaut. Das sieht man oft, wenn man kontrolliert und sich die Schrauben anguckt. Hier ist nichts dran zerwürgt oder irgendwie hat einer sehr viel Gas gegeben beim Zusammenschrauben. Also overall wirklich sehr, sehr, sehr schönes Gerät und sehr tolle Unboxing-Experience. Und jetzt gehen wir ins Rig, schrauben den Apparat an und dann nehmen wir das mal in Betrieb. Let's go. Also, wir sind im Rig, lass uns das mal anbauen. Aber vorher zeige ich dir noch mal kurz, wie das Mount aussieht. Wenn du jetzt hier mal guckst, das ist Vollmetall. Hier tut sich wirklich gar nichts, das ist richtig schön fest. Du kannst sehen, dass da mehrere Löcher drin sind, also es ist kompatibel mit mehreren Wheelbases, nicht nur der SimoCube. Und wir müssen jetzt hier an der Stelle nicht groß was ablösen. Aber was wir jetzt machen ist, wir bauen das jetzt mal an. Und dazu nehmen wir uns die beiden Schrauben, diese hier, und dann legen wir das in die Schiene, wie ich schon beschrieben habe beim Auspacken. Dann nehmen wir uns die Schraube und drehen die mal in die Öffnung rein. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, dann kannst du sehen, dass das bei mir direkt auf der Wheelbase aufliegt, also hier an der Halterung, und das schließt genau bündig ab. Und dann kannst du hier einfach die beiden Schrauben da reindrehen und dann ist das fest. Und dann bewegt sich hier gar nichts mehr. Ne? Dann stecken wir jetzt noch das USB-C-Kabel hinten ran. Zack. Und dann machen wir Power an. Zack. Und dann fährt der Apparillo hoch. Und jetzt gehen wir in SimHub rein. Und in SimHub machen wir Folgendes. Dazu brauchst du die aktuellste Version von SimHub. Also falls du eine ältere hast, solltest du die nochmal updaten. Und dann kannst du unter Devices gehen und dann siehst du bei mir hier schon AlphaTech Racing Dashboard GT3. Und das Ganze fügen wir jetzt hinzu. Habe ich zwar schon, aber ich zeige es dir kurz. Hier bei mir taucht es ja vorne schon auf. Es gibt das AlphaTech Racing Dashboard Formular oder das AlphaTech Racing Dashboard GT3. Falls es bei dir nicht auftaucht, hier an der Seite kannst du auch nochmal auf AlphaTech gehen. Dann drückst du da drauf und dann sagst du okay und dann fügt er das hinzu. Und dann geht der Spaß jetzt richtig los. Du kannst hier alles Mögliche einstellen. Da es ein Touchscreen ist, kannst du theoretisch auch Touch anmachen. Falls du jetzt irgendwie auf dem Lenkrad keine Buttons frei hast, um das durchzugehen, kannst du auch einfach draufdrücken. Ich persönlich benutze kein Touch, sondern mache das am Lenkrad mit meinen Daumentasten. Hier kannst du die Brightness einstellen, den Kontrast, also wirklich alles. Du kannst dein Dashboard hier auswählen, das ganze Pipapo. Und dann kannst du dir hier noch deine LEDs einstellen und hier wird es dann richtig fancy. Dazu würde ich dir mein Tutorial ans Herz legen. Das habe ich schon mal erklärt, wie ich einen Killswitch gebaut habe. Da habe ich grundlegend die Funktionen erklärt, wie man LEDs ansprechen kann in SimRacing als auch andere Geräte. Und dann ist das Gerät einsatzbereit. Ich würde dir empfehlen, die Brightness etwas runterzustellen. Ich demonstriere kurz. Das ist 1, also das ist 100 und das blendet schon. Also vielleicht Sonnenbrille beim ersten Mal starten oder nicht hingucken, weil sonst hast du wirklich irgendwann Punkte so in den Augen. Das brennt sich schon ziemlich ein. Nachdem wir das jetzt in Betrieb genommen haben, gehen wir mal ganz kurz auf die Strecke und fahren mal eine Runde damit. Wir sitzen im Auto. Du kannst sehen, hier ist erstmal alles aus. Das ist der besagte Killswitch aus dem anderen Video. Ich mache jetzt mal die Zündung an. Dann siehst du, wie das Dashboard angeht und wir hier an der Seite die LEDs haben, die bei mir angeben, wie viel im Tank drin ist, was ich total geil finde, dass ich das habe. Also ich habe jetzt quasi an den LEDs eine Tankanzeige. In der Mitte siehst du Lovely Dash, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Dankeschön an Dan Suzuki an der Stelle, der hat das nämlich damals mal vorgestellt und seitdem benutze ich das und es wird von Version zu Version besser. Und die aktuellste Version ist nur einfach Zucker. Qualitativ Display super scharf, unglaublich tolles Bild, man sieht keine Pixel, gar nichts, das ist wirklich crisp. Wenn wir jetzt die Karre mal anlassen, Zündung ist ja an, siehst du, dass bei mir oben die Zündung simuliert wurde in den LEDs und wir machen jetzt mal den Pit-Limiter an, der wird jetzt auch mit simuliert und dann fahren wir mal eine Runde raus. Wenn wir jetzt hier unsere erste kleine Runde drehen und ich den ausmache, siehst du, oben habe ich meine Reflights. Ich könnte jetzt an der Seite, die drei, könnte ich noch ein bisschen was anderes reinmachen. Was ich noch nicht getan habe, weil leider ist iRacing irgendwie nicht in der Lage, mir ABS und TC wiederzugeben. Sonst würde ich mir an den drei hier an der Seite gerne noch ABS und TC drauflegen.
Also wir haben auf dem Dashboard, warum hat man ein Dashboard, wenn man das aus dem Auto nehmen könnte? Ich persönlich finde es ein bisschen schöner, solche Dashboards zu benutzen, also physische Dashboards, wo man da mehr einstellen kann als im Spiel selber. Bei mir sind jetzt Sachen drauf, wie zum Beispiel die Lichtanzeige, ob das Licht an ist, ob der Motor an ist, also die Zündung. Schnellste Runde, letzte Runde, schnellste Runde des Rennens ist hier mit drauf. Die Geschwindigkeit, das Wetter ist mit drauf. Die Öltemperatur ist mit drauf vom Auto. Also hier ist wirklich nahezu alles drauf, was ich brauche, wie zum Beispiel auch Spritverbrauch, TC und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es eine angenehme Höhe hat über der Wheelbase, liegt es eigentlich genau im Auge. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise geradeaus gucken würdest, ist das immer so im Augenwinkel. Das heißt, du musst nur einmal ganz kurz für eine Sekunde runtergehen und wenn du weißt, wo die Informationen sind, kannst du dir die da sofort ablesen. Und das gibt halt für mich persönlich nochmal ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr Immersion. Und hat mich am Anfang wirklich, als ich das erste Mal ein Dashboard hatte, sehr abgeholt. Was mich jetzt hier noch mehr abholt, dass ich die Möglichkeit habe, auch meine Tankanzeige da zu haben. Das heißt, ich kann auch sehen, wie voll das Auto ist, wie viel Sprit ich drin habe und muss nicht immer irgendwie auf den Calculator gucken oder auf irgendeinen Overlay. Was heißt, ich muss meine Augen nicht wirklich viel von der Mitte des Bildschirms runternehmen. Und dafür finde ich ein Dashboard schon ziemlich geil. Und AlphaTech hat es halt hingekriegt, wirklich ein sehr schönes Gerät an Stissel zu bringen. Man muss natürlich sagen, 399 Euro sind sehr viel Geld. Und man könnte es auch günstiger kriegen und sich DIY vielleicht auch eins selber machen und 3D drucken. Aber wenn man jetzt handwerklich nicht unbedingt sehr begabt ist, ist das hier definitiv eine Option. Und wenn du was Wertiges haben willst, bist du definitiv mit dem AlphaTech an einer guten Stelle. Und damit möchte ich abgeben zu Futuristisch Dizzy aus der Zukunft. Und der wird dir jetzt nämlich nochmal erzählen, was er von diesem Gerät hält, Positives und Negatives, und sein Fazit dazu abgeben. Also, bis dann! Kommen wir doch mal zu den positiven Dingen und den negativen Dingen. Positiv, definitiv das Unboxing, dass die Schrauben alle mit drin sind, dass du ein ordentliches Kabel mit dabei hast, dass du nicht nur ein Mounting dabei hast und wenn du es auspackst oder die Schrauben alle fein säuberlich, vernünftig und schick in dem Schaumstoff liegen. Fand ich sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Inbetriebnahme, super simpel, hast du SimHub installiert, steckst du ran, stellst du ein, legst du los, ist auch total toll. Qualitativ hat mich das wirklich sehr abgeholt, sowohl von außen die Präsentation, also die Verarbeitung, die LED-Lichtstärke, unglaublich schön, sehr farbtreu. Und was ich auch total toll fand, ist die Qualität des Displays. Wirklich super scharfes Bild, ganz, ganz tolles Gerät. Negative Dinge? Gibt nichts. Super Gerät. Kostet natürlich auch einen Haufen Geld, 399 Euro, können wir definitiv sagen, ist schon im guten Segment des, ja, ich sag mal schon hochpreisig, es geht noch höher, aber es ist schon ein sehr knackiger Preis. Also falls du irgendwie keinen Bock hast, DIY zu machen oder dir so ein Gerät zu kaufen, was 3D-Druck ist, auch einen ordentlichen Display drin hat und die LEDs, dann bist du mit dem AlphaTech definitiv sehr gut aufgehoben. Mein Fazit zu dieser ganzen Sache. Braucht man das jetzt oder braucht man das nicht? Das fragt man sich ja bei sehr vielen Geräten, wenn man sich diese kauft und die einen gewissen Preis haben. Brauchen tut man das nicht. Möchte man das haben? Auf jeden Fall, weil das gibt dir irgendwie noch so ein bisschen mehr Immersion. Es ist auch was anderes, auf ein physisches Gerät zu schauen, als auf ein Display vom Auto im Bildschirm. Deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du einen Taler übrig hast und du stehst voll auf Immersion und du möchtest wirklich ein Dashboard haben, was rundum sorglos ein geiles Paket ist, dann ist das definitiv was für dich. Willst du ein bisschen Geld sparen, dann gehst du in die Richtung DIY. Brauchst es gar nicht, weil das Hokuspokus ist und du dir sagst, na gut, ich kann das auch im Auto ablesen, dann ist das definitiv auch eine Option. Man muss aber trotzdem dazu sagen, für 399 Euro kriegst du das zu dir ans Haus, zu dir nach Hause, du machst es auf, du baust das an und dann läuft der Lachs. Und das ist sehr, sehr geil. Und da muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen an AlphaTech.
die das sehr gut hinbekommen haben, so eine Gerätschaft auf den Tisch zu legen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Denso vom Simray Shop, der mir das ermöglicht hat, mir das Ganze hier anzusehen und mir das zukommen lassen hat. Und dann schreibst du mir jetzt einen Kommentar, was du von Dashboards hältst, was du von diesem Dashboard hältst, was du von dem Video gehalten hast. Dafür kannst du übrigens auch einen Daumen hoch oder runter geben, je nachdem, das kann ich auch sehen. Und wenn du einen Daumen runter gibst, musst du den Kanal abonnieren. Und die anderen auch. Also eigentlich alle. Und dann machst du eine Glocke an. Weil dann weißt du nämlich immer, wann Videos rauskommen. Und das würde mich sehr freuen, wenn du meine Videos anguckst und einen Kommentar zuschreibst. Aber viel wichtiger ist noch, lass mich doch mal bitte wissen, was dir eventuell gefehlt hat, ob man die Reviews an irgendeiner Stelle noch verbessern kann. Und das schreibst du mir auch in die Kommentare. Und dann teilst du dieses Video noch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deiner Katze und mit allen möglichen anderen Menschen, die du so kennst. Oder meinetwegen auch Tiere. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.